Zwei Leute, ein Fleißiger und ein Fauler, gingen eines Morgens zusammen über Land. Sie sahen vor sich, weit ins Land hinein, ein glänzendes Schloss auf einem Berge stehen. Es funkelte in der Sonne, dass es eine Lust war, dorthin zu schauen. Du, sieh mal, das Schloss. Ach, ist das schön. Dorthin wollen wir gehen. Ach ja, wenn wir nur erst da wären. So, lass uns rüstig ausschreiten, da werden wir es zum Abend schon schaffen. Wie soll ich rüstig ausschreiten? Ich bin heute schon eine Stunde gegangen. Ich kann nicht mehr. Da sprach eine helle Stimme hinter ihnen. Das werdet ihr schon schaffen. Ihr seid doch ein paar rüstige Gesellen. Als sie sich umsahen, erblickten sie eine schöne Frau. Diese stand auf einer Kugel, die mit ihr rasch dem Schlosse entgegenrollte. Ach, die hat das gut. Die braucht kein Bein zu rühren und kommt doch vorwärts. Ach ja, so gut möchte ich das auch mal haben. Dann setzte sich der Faul ins Gras und ruhte sich aus. Der Fleißige aber bedachte sich nicht lange, lief der Frau nach, ergriff sie am Zipfel ihres weiten Mantels und sprach: Sag mir, wer bist du? Das will ich dir sagen. Ich bin das Glück und das Schloss, das du dort hinten siehst, gehört mir. Seid ihr vor Mitternacht da, so will ich euch freundlich aufnehmen. Kommt ihr aber eine Sekunde zu spät, so ist für euch mein Haus verschlossen. Nun rollte sie auf ihrer Kugel so rasch dahin, dass sie bald seinen Blicken entschwunden war. Der Fleißige kehrte zu seinem Kameraden zurück und erzählte, was er gehört hatte. Höre, Kamerad, ich will dorthin zum Schloss. Kommst du mit? Bist du toll? Wenn ich ein Pferd hätte, das mich dorthin brächte, dann könnten wir drüber reden. Aber laufen, nee, das kommt überhaupt nicht in Frage. So ruh du dich aus. Ich gehe. Auf Wiedersehen. Lauf du nur immer zu. Der Zufall ist schon manchen im Schlaf günstig gewesen. Vielleicht ist es heute mit mir auch einmal. Ich werde mich schlafen legen und auf mein Glück warten. Der Faule legte sich also auf den Bauch, blinzelte behaglich, aber doch etwas sehnsüchtig nach dem Schlosse hin und war nach kurzer Zeit eingeschlafen. Plötzlich fühlte er um seine Ohren etwas Warmes schnuppern. Und als er sich langsam umwandte, da stand ein hübsches, munteres Pferdchen da. Oh, hab ich nicht gleich gesagt? Nur wer dem Zufall vertraut, kommt so etwas. Komm her, mein Tierchen, wir wollen gute Freunde werden. Er schwang sich in den Sattel und wie der Wind galoppierte das Tier mit ihm auf und davon. Schon nach kurzer Zeit hatte er den Fleißigen eingeholt. Hallo, Kollege. Viele Grüße an Schusters Rappen von meinem Schimmel. Ich wünsche dir viel Glück mit deinem Pferdchen. Wir sehen uns dann ja auf dem Schloss. Der Fleißige schritt rüstig weiter und ließ sich's nicht verdrießen. Auf einer buschigen Anhöhe aber machte der Schimmel mit dem Faulen mittags plötzlich Halt. Recht so. Du bist ein kluges Tier. Eile mit Weile. Das ist die wahre Weisheit. Das Schloss läuft uns sowieso nicht fort. Höchstens der Appetit, wenn man sich überhungert. Jetzt will ich erst einmal eine Pause machen. Nun stieg er vom Pferde und ließ sich im Moos nieder. Er machte es sich bequem, verzehrte sein Mittagsbrot und als er satt war, wurde er plötzlich sehr müde. Was bin ich wieder müde. Ich werde erst mal ein Schläfchen halten. Dann bin ich nachher umso frischer. So folgte er dieser süßen Lockung, streckte alle Viere von sich und schlief ruhig ein. Das war ein Schlaf. So schöne Träume hatte er noch nie gehabt. Ihm träumte, er sei schon im Schlosse, läge auf seidenen Polstern und alles, was er sich wünschte, käme ihm von allen Seiten zugeflogen, ohne dass er auch nur den kleinsten Finger zu rühren brauchte. Zuletzt träumte ihm, die schönste Musik spielte ihm im Schlosse ein Lied.
Da wachte er auf. Er rieb sich die Augen und sah, dass die Sonne hinter dem Schloss soeben unterging. Aus dem Tal vor ihm aber schallte die Stimme des Fleißigen herauf. Der sang das Lied, das ihm soeben im Traume in den Ohren geklungen hatte. Potztausend! Nun ist an der Zeit aufzubrechen. Schimmel, wo bist du? Ja, aber da war kein Pferd in weiter Runde zu sehen. Nur ein alter grauer Esel weidete oben auf der Anhöhe. Der Faule rief, flockte, pfiff, aber es half nichts, das Pferd blieb fort und der Esel kam auch nicht herbei. Warum kommt das dumme Tier nicht? Was fällt ihm ein? Hat es keine Achtung vor seinem Herrn? Ach, so will ich mich wohl oder übel aufmachen und zu dem Biest hingehen. Ach, was ist das anstrengend. Alles muss man selber machen. Ach, warum kann das Tier denn nicht zu mir kommen? Nun bestieg der Faule den Esel. Der ließ sich's auch ruhig gefallen und trabte mit ihm gemächlich davon. Freilich, ein Schimmel war es nicht. Mit dem wäre es viel rascher gegangen. Wenn's auch kein Pferd ist, so muss ich wenigstens nicht laufen. Es wäre auch gar zu erniedrigend für mich, wenn ich als Mann von Verstand wie ein dummer Wanderer einherspazieren müsste. Da lob ich mir doch meinen Esel. Du bist auch ein gutes Tier, mein lieber Graubart. Bald fing es an, dunkel zu werden und schwere Wolken zogen herauf. Auch hatte man in dem Schlosse, wie man deutlich sehen konnte, die Lichter angezündet. Da ging die Not los. Der Esel schlich langsamer und langsamer, und als er mitten in einem rabenschwarzen Walde war, wo man die Hand nicht vor Augen sehen konnte, blieb er mit einem Male ganz und gar stehen. Da half kein Bitten, kein Streicheln, kein Zügelreißen, das dumme Tier wollte nicht mehr. Ach, mein kleiner Esel, könntest du bitte noch ein wenig gehen? Ia! 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 Dein Ia hilft mir nicht. Nun geh doch schon ein bisschen. Ich will dich auch am Ohr kraulen. Ia! 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 Wenn du nicht gehst, dann will ich dir die Sporen geben, du faules, nichtsnutziges Biest. Als der Faule ihm die Sporen in die Flanken schlug, machte das Tier kurzen Prozess. Es nahm den Kopf zwischen die Beine, das Hinterteil flog in die Höhe und mit einem Ruck lag der faule Reiter auf dem harten Boden in der Dunkelheit. Das war kein Polsterkissen und schon gar nicht für einen, der so verwöhnt war wie der Faule. Vor ihm flimmerte das Schloss schon recht nah durch die Bäume. Oh, was tut mein Kreuz weh? Oh. Ach, was würde ich geben für ein warmes, weiches Federbett? Ja, dort im Schlosse, da stehen sie, die wunderschönen Himmelbetten. Ach, aber wie komme ich nur dorthin? Also gehen kann ich unmöglich. Mir tun sämtliche Glieder weh. Vielleicht versuche ich nochmal mit dem Grauen. Wo ist er nur? Wenn ich ihn nur sehen könnte in dieser vermaledeiten Dunkelheit. Esel, wo bist du? Komm zurück, wir wollen es noch einmal versuchen. Ich will dir auch ein Stück Zucker geben. So tappte der Faule wohl eine Viertelstunde in der Finsternis umher, stieß sich hier und da den Kopf an einem Baum und fluchte. Wer aber nicht zu finden war, das war der Esel. An Hinlegen und Schlafen war schon gar nicht zu denken, denn von Zeit zu Zeit ging ein Heulen durch den Wald wie von hungrigen Wölfen. Oh Gott, was war das? Ich glaube, die Wölfe kommen und wollen mich auffressen. Och, hätte ich doch nur etwas, womit ich aus diesem Walde heraus kann. Er tappte gerade wieder im Kreise, da stieß er an etwas Weiches. Es war nicht sein Esel, dennoch schien es sich anzufühlen wie ein guter Sattel, aber kalt und nass.
Im selben Moment schlug eine Glocke in der Ferne. Er zählte 11 Schläge. Gott, steh mir bei. Es ist höchste Zeit, wenn ich das Schloss noch erreichen will. Und was immer es sei, ich will mich auf dieses nasse Tier schwingen, das ist immer noch besser als laufen. Es saß sich gar nicht übel da oben. Ungemein weich und im Rücken hatte er auch eine hohe Lehne. Auch ging das gute Tier sehr sicher, aber leider noch viel langsamer als der Esel. Gar nicht schlecht. Es muss eine Riesenschnecke sein. Wie man sieht, auch sie ist zu etwas Nütze. Ich werde schon noch pünktlich hinkommen. So langsam es auch ging, er kam dem Schloss allmählich näher. Er musste froh sein, dass er auf eine solche bequeme Weise seinem Ziel immer näher kam. Er war schon fast am Tore des Schlosses, als die Glocke in der Ferne den ersten der 12 Glockenschläge tat, mit denen sie in langen Zwischenräumen die Mitternachtsstunde verkünden sollte. Nun wollte der Faule die Schnecke zur Eile antreiben und gab ihr die Sporen. Da erschrak das Tier so sehr, dass es sich in sein Schneckenhaus verkroch und der Faule purzelte kopfüber von ihrem Rücken auf den harten Boden. Jetzt hörte er den zweiten Schlag der Turmuhr und jammernd rief er: »Ein Tier! Ein Tier! Was es auch sein mag, nur ein Tier, das mich zum Schlosse hinträgt! Ich kann einfach nicht laufen!« Da ertönte die Glocke der Turmuhr zum dritten Mal. In diesem Moment hörte der Faule neben sich in der Dunkelheit etwas rasseln. Es hörte sich an wie ein gepanzertes Ross. »Das muss mein Schimmel sein. Den hat mir der Himmel zur rechten Zeit geschickt. So komm schon, mein Tierchen!« So rasch es dem Faulen nur möglich war, schwang er sich dem Tier auf den Rücken und gab ihm die Sporen. Die Turmuhr schlug zum vierten Male. Da fing das Tier, worauf er saß, an, sich zu bewegen, aber nicht vorwärts, sondern rückwärts. In diesem Moment ging der Mond auf und der Faule sah, dass er auf einem Drachen saß, der wohl an die 10 Beine hatte. Er wollte sich hinabwerfen, aber der Drache hielt ihn gepackt. Da schrie der Faule: »Zu Hilfe! Zu Hilfe! So kommt und helft mir doch!« Aber es war umsonst, der Drache entfernte sich immer weiter mit ihm vom Schloss. Die Turmuhr machte einen Schlag nach dem anderen, und als der 12. verklungen war, schlugen die Torflügel des Schlosses mit gewaltigem Krachen zu. Sein Kamerad, der Fleißige, war jedoch zur rechten Zeit in dem Schlosse angekommen und wurde von der schönen Herrin des Schlosses aufs Freundlichste empfangen. So wurde der Fleißige ein glücklicher Mann. Den Faulen jedoch hatte der Drache mit sich fortgenommen und niemand weiß zu sagen, was aus ihm geworden ist.